Allmann-Alarm. Spaß beiseite, es ist all in the mix, was geht ab und herzlich willkommen zu diesem Video. Ey, heute spielt Hertha. Heute spielt Hertha gegen Karlsruhe. Ich habe überlegt, ob ich erstmal zum Stadion fahre, Olympiastadion heute in Berlin. Aber das Benehmen ist viel zu voll. Und dann dort nochmal wegzukommen, wird das viel zu schwer sein, wenn den Fußball. Natürlich, Bruder, wie geht's da? Alles okay? Ja. Wo kommt ihr? Aus Berlin? Ja, aus Berlin. Mach's gut, Bruder, ja? Viel Spaß. Dieses Bruder muss ich mir abgewöhnen langsam, aber gut. Wir sind ja in Berlin, Brudi. Ja, Six on the Mix, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wir sind gerade hier am Kudamm. Heute spielt Hertha BSC gegen Karlsruhe. Keine Ahnung. Auf jeden Fall müsste es eigentlich klar sein, dass Hertha die Karlsruhe abzieht, oder? Müsste eigentlich klar sein. Ja, was geht bei dir jetzt hier mit den Flaschen? Die geht auch ab, wa? Digga, die Leute sind crazy in Berlin, wirklich. Herzlich willkommen zum zweiten Video am Abend. Ja, die Frau ist die Beste. Auf jeden Fall haben wir gerade rot wie immer. Immer irgendwie rot, immer. Und ja, wir gehen mal ein bisschen über den Kudamm spazieren. Wir haben noch 30 Minuten. Es ist noch mindestens 37 Minuten alles offen. Und ich wollte euch mal kurz zeigen, was so an einem Samstag abgeht. Ja. Vorhin habe ich noch einen Jungen getroffen. Der hatte richtig Hunger. Der meinte zu mir, ey Bro, ich komme aus Wedding. Meine Familie hat mich rausgeworfen. Hat erfahren, dass ich kiffe. Und sein Vater hat ihn angeblich rausgeworfen. Ich weiß nicht, wer das ist. Wie geht's uns? Alles okay? Kaum in Berlin, schon geht's wieder los. Was geht ab, Bruder? Und genau. Der Kollege wurde rausgeworfen. Ich weiß nicht, was da war. Er sah aus wie Türke oder Araber, eins von beiden. Und dann hat er mich gefragt. Er ist auf mich zugekommen und hat gefragt, ey Bro, ich will kein Geld von dir. Ich erkläre dir kurz meine Lage, ich wurde rausgeworfen, dies und das. Und da habe ich ihn gefragt, okay, was brauchst du denn? Der wollte erstmal Geld haben. Ich habe kein Bargeld dabei, immer nur mit Karte. Da habe ich gesagt, okay, pass auf, ich kann dir kein Geld zwar geben, weil ich bin nur mit Karte unterwegs. Und ich gehe jetzt aber auch nicht Geld für dich abheben, weil ich habe ein Limit. Ich kann nicht jedes Mal irgendwie, weißt du, weil ich hab, am Tag gebe ich auch sehr viel Geld aus. Auf jeden Fall vergib ich kein Geld an Menschen, vor allem nicht Jugendliche. Dann habe ich gesagt, ich hole dir was zu essen, wenn du willst. Er meinte, ja, okay, krass, gut. Dann, alles klar, dann nehme ich was zu essen. Ich meinte, okay, dann komm mal mit. Er hat sich was ausgesucht. In dem Falle wollte er eine Dönerbox. Ich habe ihm das bezahlt mit der Karte, wurde abgezogen, er hat sich sein Essen genommen, mit was zu trinken und dann habe ich gesagt, okay, so geht das klar. Der war sehr dankbar, aber auch trotzdem zum Schluss und ja, der meinte, es hat ernst und zum Übernachten geht er zu seinen Kollegen oder sonst wo. Wir kennen das alle, wer kennt das nicht, wenn die Eltern einen rauswerfen und der hat wahrscheinlich Stress mit der Familie, mit dem Vater wegen Kippen, der hat ihn erwischt. Der hat irgendwie Gras im Zimmer, alles im Müll. Und dann ja, wurde er sozusagen rausgeworfen. Und ja, was soll ich sagen? So ist das. Zum Schluss haben wir noch ein bisschen geholfen. Und sind gerade jetzt hier am Zoo. Der Zoo blüht auch. Gucken wir uns mal ganz kurz an, ob da die Weihnachtsmärkte auch schon stehen. Am Alex habt ihr auch gesehen, was da los ist. Weihnachtsmärkte, apropos Weihnachtsmarkt, Stichwort Weihnachtsmarkt. Ihr wisst alle, was hier passiert ist damals, vor einigen Jahren. Das gehen wir auch mal kurz checken, bevor hier alles zugebaut wird. Wenn hier nämlich alles zugebaut wird, dann sieht man diesen Vermerk nicht. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Berlin, Zoologischer Garten. Hör mal, die Kamera ist auch richtig geil, selbst bei einem Weitwinkel im Dunkeln. Wirklich sehr scharf, krass, Alter. Die haben die Kamera auf jeden Fall auch verändert. Hi, wie geht's, alles gut? Schönen Abend. Ja, ja, ich mache ein Video, ich bin unterwegs. Und ja, so ist das. So ist das. Ich zeige euch mal kurz die Stelle, wo ich mich im Sommer, wo ich mich am Weihnachtsmarkt nicht treiben würde. Wie geht's, alles bei uns? Was geht ab? Wo ich mich im Winter nicht treiben würde, zum Weihnachtsmarkt, ich zeige euch ganz kurz. Also vor allem, für dieses Jahr ist Alarmstufe rot, ich würde nicht zum Weihnachtsmarkt gehen. Vor allem, wie geht's, alles gut, Bro? Vor allem in den Zeiten, was heute alles so abgeht, könnte so Weihnachtsmarkt ins Auge gehen. Also, wir sind nicht dumm und wir kommen nicht hierher. Das habe ich zwar zu meiner Family schon oft gesagt. Ihr wisst es ja auch, ich erwähne es immer wieder. Es kann sein, dass es in Deutschland dieses Jahr auch rund geht. Dadurch, dass es auch Krieg gibt und der ganze Scheiß. Ne? Könnte sein, dass die Leute es hier irgendwie, ja, könnte was Böses geben. Das heißt, haltet euch fern dieses Jahr vom Weihnachtsmarkt. Meine Meinung. Ja. Moment.
hier immer die bessere Sicht. Und hier ist der Typ, der damals hier reingefahren ist. Ja, hier ist die Linie vermerkt. Und da sind natürlich noch einige Bilder. Ihr seht's, ja. Also ich will hier absolut keine Angst machen. Aber ihr wisst, was ich meine. Ne? Der Shit ist real. Der Shit ist real, ne? Also es kann alles sein. Deswegen mal vorsichtig sein. So. Was geht hier ab? Touristen? Touris? Wir gehen mal ganz kurz nach vorne in einem One-Take. Ach, guck mal hier, die gehen alle in die Küche rein. Hier kannst du keinen Prank geben, weißt du? Die armen Leute. Die älteren Leute. Wir gehen mal ganz kurz nach vorne und checken. Guck mal, die Tannenbäume sind schon alle bereit. Die werden jetzt noch geschmückt und dann so passend verteilt. Positioniert. Hier stehen auch noch einige. Wir gehen mal kurz nach vorne. Ah ja, guck mal, die bauen hier auch auf. Seht ihr das? Warte. Wir sehen das gleich in real life. Hier sehen wir die Gedächtniskirche. Die Weihnachtsmärkte werden auch jetzt aufgebaut, so langsam. Hier zum Beispiel. Hey! Wie geht's? Alles okay? Wie geht's, Bruder? Alles gut, Bruder? Bruder, ja, Mann, du bist überall, Bruder. Dich kennt man. Du bist bekannter wie ich, Bruder. Hier sind die ganzen Buden. Ihr seht, hier wird langsam aufgebaut. Ein paar Jugendliche nebenbei noch getroffen. Das Blut kocht. Die Jungs sind auf jeden Fall alle voller Action. Ist klar. Ohne Kinder keine Zukunft. Denkt dran. An unsere lieben Mitbürger aus Germany. Ja, schaut mal. Lieber Action als Einsamkeit, ne? Das ist mein Motto übrigens. Ihr seht, die bauen jetzt hier alles auf. Wir gucken mal ganz kurz, wie das alles jetzt hier so aussieht mit mehr Licht. Und dann das nächste Mal, wenn ich das nächste Mal herkomme, seht ihr das, die ganzen Tannen? Das sind jedes Jahr auch mal neue Tannen hier. Ja, ich muss sagen, dass es am Alex viel voller ist als hier. Viel, viel voller. Wie geht's, Jungs? Alles gut? Natürlich filme ich, Bro. Jeden Tag, Bro. Jeden Tag. Ja, gut, Kudam ist okay noch. Und ganz, ganz wichtig, was viele nicht verstehen. Wozu sind diese Steine jetzt hier, diese Pfeiler? Die dienen dazu, die werden sie auch natürlich hier vorne positionieren, in diese komischen Kästchen da, dass da keiner mehr reinfährt. Ja, das, damit keine Karen sich aufregen kann, auf jeden Fall. Hier sind so Steine, die zum Beispiel einen Anschlag verhindern, hier mit diesen Steinen. Die werden hier aufgebaut an den Ecken, sodass kein Auto hier reingefahren kommt. Berlin ist auf jeden Fall schon in Alarmbereitschaft und immer auf der Hut. Ihr seht, diese Blöcke, so ein Ding wiegt 1-2 Tonnen. Das kannst du nicht einfach so wegschieben. Ja, und jetzt drumherum ist klar, weil die noch im Aufbau sind. So. Aber das wird dann hier noch alles schön verteilt. Da hinten noch mehr Tannenbäume. Die Dinger sind schon aufgebaut, die sind aber künstlich, das sind keine echten Tannenbäume. Das ist Kunst. Bis zum 20. November stehen die. 25. November. Seht ihr das? Auch mit den Säcken an den Seiten, mit Steinen drin. Mit Schutt und Asche, Schutt und Steine. Hier mit Wasserkanistern. Damit, wenn ein Wagen hier ranfährt, dass hier nichts passiert. Schau mal bitte, wie die da sichern hier. Auch hier an den Seiten. Hier wird volle Kanne gesichert, damit da keiner rankommt. Hier finde ich immer ein bisschen scheiße, so eine ganz kleine Lücke, als würde hier nicht reinkommen. Aber das werden die hier noch zumachen. Das werden die hier alles noch zumachen. Ihr seht, ne, entlang, Breitscheidplatz entlang, wo der Weihnachtsmann dann stehen wird, ist alles dicht zu. Und auf dieser Seite auch. Bis zu einem gewissen Punkt, wo der Bus noch vorbei kann. Bushaltestelle, ich weiß nicht. Ist gerade Bauarbeiten. Die wird wahrscheinlich abgestellt. Ja, und jetzt der Kudamm hier. Samstagabend am Bummeln. Schauen wir mal kurz. Nee, Alex ist voller zur Zeit. Alex ist viel voller. So.
das sind so die News hier in Berlin. Bisschen Müll auf dem Boden überall. Ich müsste eigentlich zum Hermannplatz gehen nochmal für euch. Da nochmal checken, wie die Lage ist mit den Leuten. Schau mal hier, was geht hier ab. Wir gehen mal ganz kurz auf die andere Seite. Erstmal hier so ein kleiner Überblick. Ja, ist okay. Kudamm ist etwas leerer, meiner Meinung nach. Gehen wir mal auf die andere Seite, wo die tatsächlich die ganzen Shops sind. Da ist grün. Wurde jetzt auch grün. Naja, auch Baustein hier an den Seiten. Ätzend, Alter. Ey, guck mal, was die hier gemacht haben. Nur Baustellen, Alter, what the fuck? Was ist hier los? Das dauert safe jetzt ein Jahr. Oder ein halbes Jahr, bis sie hier fertig sind. Der Kudamm hat sich auch verändert, auf jeden Fall. Schon so wie Hermannplatz geworden, Alter, hier alles. Wirklich. Naja. Gut, auf der Straße ist ein bisschen mehr los. Was geht, Jungs? Alles gut? Grüß euch. Hallo. Aber genau. Aber das war mal voller. TikTok, TikTok. Man hört halt immer dasselbe. Gehen wir mal bis zum KDW. Und dann würde ich sagen, war es das auch für heute. Zwei Seiten, zwei Updates innerhalb von einem Tag. Wieder mal am Zoo und am Alex vorhin. Im letzten Video. Shops sind auch voll. Guck mal, da hat jemand seine Adidas-Schuhe einfach so liegen lassen. Seht ihr das? Hat es neu gekauft, ausgezogen. Die alten ausgezogen. Und einfach gelassen. Naja, Zalando Outlet. Aber so krasse Sachen haben die hier gar nicht, muss ich ehrlich zugeben. Ja, Entspannung. Das so tätig. Auch in der Woche ist das jetzt so. Ist jetzt nicht wirklich voll am Samstag, wie ihr seht. Geht so, ne? Wie ist es bei euch jetzt in der Stadt? Einmal in die Kommentare. Geht bei euch auch überall was ab? Egal, wo ihr hier kommt, einmal in die Kommentare. Ist es voller? Gibt es irgendwo, wo es voller als Berlin ist? Voller am Alexanderplatz oder am Zoo? Oder am Kudamm ist? Wenn ihr jetzt sagt, ey, das ist gar nichts, dann könnt ihr mal unten kommentieren. Wo ist es denn bei euch voller? In welcher Stadt? Ich glaube, Frankfurt ist auch sehr voll. Vor allem am Wochenende. Ey, ständig diese roten Ampel, Alter. Ja. Rot immer noch. Ich habe gerade rote Schuhe gesehen, what the fuck? Rote Schuhe, what the fuck? Was geht ab? Adidas, Alter. Was sagt ihr? Auf keinen Fall würde ich die tragen, Alter. Geschweige von kaufen. Komm, KDW schaffen wir noch, Alter. Oder? 1936. KDW müssten wir schaffen. Hier haben wir alle schon mal gegessen. Ich vermisse die ganzen Bettler hier. Normalerweise sitzen hier eine Menge Bettler. Oder Obdachlose. Hier, die Straßen, seht ihr. Rushhour an den Ecken. Ihr seht es gerade auch. Ah, hier sind schon Leute da.
Aber halt nicht so der Standard, wie er gewohnt ist. Wie ich es kenne noch, aus den 90ern, Anfang 2000er. Da war noch Kudamm, Alter. Aber das reicht ja auch. Hier auch zum Beispiel die ganze Einrichtung hier, die Weihnachtseinrichtung schon. KDW war schon schneller. KDW ist natürlich ein sehr bekannter Laden. Die machen das immer sehr schnell. Hier die ganzen Tannen sind schon am Start. Die Kinder lachen. Bis morgens wird zur Schule. Dann lache ich. Ja, ihr seht, hier ist ja voll schon die Weihnachtsstimmung. Die Bäume schon alle aufgestellt. Einmal auch nochmal in die Kommentare, wie ist das bei euch? Sind die Bäume bei euch auch schon aufgestellt, die ganzen Lichter? Wie ist das? Habt ihr das auch schon? Guck mal, wie das aussieht. Als hätten wir schon 15. Dezember oder so. Wir sind ja noch nicht mal bei Mitte November. Ja. Schau mal hier, eine Frage. Wer kauft sowas? Wer kauft sowas? Wer braucht sowas? Sehr gut. Stell euch vor, ihr trägt als Mann sowas hier. Was ist hier los? Bro, das ist, was trägt meine Frau, wenn sie Tage hat? So, was ich meine? Ah, Bro. KDW. Totentanz, glaube ich. Ah, doch, geht schon. Ein paar Leute sind schon drin. Schau mal hier, selbst die Bäume wurden nicht verschont. Heftig. Outfits? Weiß ich nicht, Bro. Weiß ich nicht. So schottisch. Ist auch für die Männer, ne? Weihnachtliche Musik im Hintergrund. So ein bisschen New York-Vibes. Vielleicht fliegen wir im Dezember nach New York. Was sagt ihr dazu? Muss man noch einen Sponsor finden, der das zahlt. Ja. Was geht denn? Alles klar? Was geht, Bro? Ja, klar, natürlich. Was geht, Bro? Alles okay? Alles gut? Alles gut. Ja, mach schon. Alles gut, pass auf dich auf, ne? Ciao. Спрашивает. А что вы по-русски ебошь? Das war hart gerade, den Ukrainer, was ich dir gesagt habe. Das war hart. Das waren Ukrainer, haben aber haben sauber Russisch gesprochen. Und ich habe einen Spruch gemacht, aber warum quatscht ihr nicht auf eurer Sprache? Wieso auf Russisch sozusagen? Haben es umgedreht und haben gelacht. Das war ein harter Diss gegen die Ukrainer, aber gut. Okay, Wittenbergplatz. Das war's. Guck mal, die Polizei auf mich lauert, Alter. Es ist aber grün, ich darf durch. Freunde, das war's. Wieder mal so ein bisschen kleiner Einblick. So ist jetzt nichts Wildes. Ja, ihr kennt meine Videos, ich erzwinge nichts. Ist einfach nur so ein kleiner Durchlauf. Ja, kleiner Durchgang hier wieder am Zoo. Besser gesagt am Kudamm. Wittenbergplatz. Wir gehen runter zur U-Bahn. Checken ganz kurz mein Bild ab und dann hat sich die Sache erledigt. Ja, ihr kennt das Spiel. Bahnhoftouren kommen sowieso bald. Ey, seid ihr auch so gespannt wie ich? Ich kann es kaum erwarten, S-Bahnhof-Touren zu machen. Die kommen doch jetzt. Die kommen doch jetzt im Nix. Wo waren die Automaten? Ja, da hinten. Da hinten. Ich habe sie gespottet. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Die sind Automaten gefahren. Das war's. Wir beenden natürlich das Video hier. Wir beenden das Video hier vorne. Da sind sie, ich habe sie gespottet. So muss das sein vorne. Genau so. Ich bin draußen. Das war's. Danke euch auf jeden Fall. Ich beende das Video. Ihr seht, alles steht noch an jeder Station. Genau so muss das sein. Haut rein an die ganzen Vögel, die mir zuschauen. Ob Hater oder Abonnenten, die mich feiern. Wir sehen uns. Danke euch fürs Zuschauen. Six All in the Mix. Bis zum nächsten Mal. Und ja, haut rein. Danke euch. Mal wieder ein Update. Am Bruder. Tschüss. Berlin-Wittenbergplatz. Grüße gehen raus.